Mittlerweile haben wir schon die Woche 13. Letzte Woche ging die Woche an Hesekiel. Woche 12 ging an Hesekiel, wo geschrieben steht in Hesekiel Kapitel 20, dass die Erstgeboten durch Feuer gehen lassen wird, und zwar Gott in der Bibel. Nicht im Koran, nicht im Islam, sondern in der Bibel steht es so geschrieben. Und mittlerweile haben wir schon die Woche 13 und die Hesekiel-Serie geht weiter. Und zwar Kapitel 21, Vers 33 und 34 geht, wie gesagt, an die Woche 13. Es steht geschrieben, und du, Menschenkind, weissage und sprich, so spricht Gott, der Herr, über die Ammoniter, Gott der Herr. Wer ist Gott der Herr für die Christen? Jesus Christus. Jesus spricht hier in der Bibel für die Christen. Und über ihre Schmähen, du sollst sagen, das Schwert ist gezückt. Dass es schlachten soll. Was soll das Schwert machen? Es ist gezückt, dass es schlachten soll. Es ist gefegt, dass es töten soll. Ja, da steht hier geschrieben. Und soll blinken, während du die trügerische Geschichte schauen und Lügen wahrsagen lässt. Das Schwert soll an den Hals unheiliger Frevler gesetzt werden, deren Tag gekommen wird, wenn die Schuld zum Ende geführt hat. Also das Schwert. Wer sagt das? Das sagt der Herr. Wer ist der Herr für die Christen? Jesus Christus. Wer ist Jesus? Gott in der Bibel, behaupten die Christen. Das heißt, Jesus hat hier gesprochen. Jesus hat für die Christen, zumindest für die Christen, nicht für die Muslime und nicht für die Juden, sondern nur für die Christen, hat er hier Unheil gestiftet, weil die Christen kommen ja immer wieder mit diversen nicht klar. Gewalt im Koran. Im Koran steht geschrieben, dass man das und das und das tun soll. Die kommen damit nicht klar. Hiermit kommt dir klar, dass Jesus hier, wie gesagt, schlachten will, dass er töten will, ja, und das Schwert soll an den Hals unheiliger Frevler gesetzt werden. So steht es hier geschrieben in der Bibel. Und so sagt der Herr für die Christen, wie gesagt, Jesus Christus. Natürlich ist Jesus Christus nicht Gott, aber die Christen wollen ja unbedingt an einen menschlichen Gott glauben und die behaupten ja dann was? Jesus ist Gott. Und aus dem Grund sagen wir einfach nur eins, wollt ihr an das hier glauben? Bitteschön, glaubt oder glaubt nicht, wie ihr wollt, am Ende, wie gesagt, steht das hier so geschrieben. Da steht hier geschrieben, dass Jesus schlachten will, dass Jesus töten will, der Herr, Gott in der Bibel für die Christen.